Hallo liebe Börsenhelden da draußen, hier auf Börsenheld TV gibt es jetzt wieder die neuesten Informationen zum Börsenspiel. Heute ausnahmsweise mal mit mir, morgen übrigens auch. Ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen Glück bringen. Schauen wir uns mal an, wie der Mittwoch gelaufen ist. Wir haben hier ungefähr so die gleiche Anzahl an Trades wie auch in den Vortagen. 6.947 waren das an der Anzahl. Ich muss ja aber langsam mal wieder die 7.000er Marke knacken. Und auch das Handelsvolumen ist ungefähr gleich geblieben bei über 19 Millionen Euro. Also der Spaß am Spiel ist weiterhin vorhanden und ich hoffe natürlich, dass es auch noch die ganze Zeit lang so bleibt. Schauen wir uns an, was die meistgehandelten Basiswerte am Mittwoch haben. Hier seid ihr euch eigentlich schon seit Tagen einig, ganz klar. Der DAX auf Platz 1, das hat sich natürlich mit dem Allzeithoch dann auch ganz schön ergeben. An zweiter Stelle Gold, Euro, US-Dollar, der Dow Jones ist dabei und auch das Öl. Und auch der Top-Trade des Tages, der wurde mit Öl eingefahren und zwar mit einem Future Open End Turbo Long Zertifikat auf Öl. Ein sagenhaftes Plus von 122%, über 122% realisiert vom Spieler Fabian Meuthen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und toi toi toi, dass du weiterhin so ein gutes Händchen hast. Der Worst Trade des Tages, das war ein Open End Turbo Short auf den Dow Jones. Gestern zu diesem Zeitpunkt, da war die Stimmung dann trotz des noch nicht gelösten Haushaltsstreits in den USA dann doch besser als gedacht und der Dow Jones Short war hier offensichtlich die falsche Entscheidung, auch wenn Markus Koch hier im Hintergrund noch so nett lacht. Wer war unser Börsenheld vom Mittwoch? Der nennt sich R. Spensy. Er hat gestern mit einem Brent Crude Oil Future Open and Turbo Long fast 8.500 Euro Gewinn erzielt. Und die weiteren Gewinner vom Mittwoch, da gesellt sich noch Stevie dazu. Er war vorgestern noch bei den Verlierern des Tages und gestern dann schon am Mittwoch, also auf dem zweiten Platz. Also ihr seht, so schnell kann sich das Blatt wenden. Gestern noch ein Loser, heute schon ein Gewinner. Und U-Master ist auch mit dabei. Er war sehr erfolgreich mit einem Euro-US-Dollar Open-End-Turbo-Short und außerdem einem Open-End-Turbo-Short auf Gold. So, wer waren die Verlierer des Tages, also vom Mittwoch? Das ist einmal Michelin 68. Gestern ist er leider ein paar Mal ausgenockt worden. Heute, das kann ich euch aber jetzt schon sagen, ist seine Performance wieder positiv und steht schon bei über 16%. Excalibur, bei dem ist es gestern auch einfach mal schlecht gelaufen, aber ich kann nur sagen, jeder hat mal einen schlechten Tag, bleib einfach noch weiter mit dran. Und Leicester 77 ist auch mit dabei. Gestern war es hier wirklich tiefrot, aber heute, das kann ich euch schon mal sagen, es sieht schon wieder etwas grüner aus. Die Siegergruppe vom Mittwoch ist diesmal eine wirklich ganz klitzekleine Gruppe, nur zwei Mitspieler, aber ihr seht, zu zweit, das reicht manchmal aus, kann man durchaus eine gute Performance hinlegen. So. Das war der Stand bis 13 Uhr. Da waren also wirklich große Bewegungen am Markt. Seid gespannt, was da morgen dann am Schluss endlich bei rauskommt. Und schauen wir uns einen ehemaligen Helden an. Wir haben hier Kappa an dieser Stelle. Er war schon häufiger Börsenheld und war auch immer sehr erfolgreich mit wenigen Trades. Heute hat er leider 25.000 Euro verloren. Aber das zeigt uns auch hier, dass noch nichts verloren ist. Dass es mal einen super Tag gibt, aber auch einen schlechten. Und ich hoffe natürlich, dass Kappa jetzt nicht sich verabschiedet aus dem Spiel. Die meistgehandelten Werte bis zum jetzigen Zeitpunkt, also bis 13 Uhr, das waren der DAX, Euro, US-Dollar und Gold. Unser Experte im Fokus ist Ronald Gerd. Wenn ihr mehr von Ronald lernen wollt, dann schaut euch seine vergangenen Webinare an auf ING Markets. Da gibt es dann Informationen zu Charttechnik, zu markttechnischen Indikatoren und auch, wie man am besten Stoppkurse setzt. Ihr könnt euch da auf ingmarkets.de anmelden und im kostenfreien Markets Club außerdem auch noch auf weitere Webinare gehen. Der Expertenblick, kommt diesmal von Andreas Müller. Er gehört zur Gruppe von Wall Street Online und hat sage und schreibe über 51.000 Euro im Depot. Also Andreas Müller liegt zurzeit unter den Experten auf dem ersten Platz. Die größte Gruppe im Spiel ist nach wie vor Wall Street Online. Sie ist die größte Gruppe. Sie haben hier auch ein Forum gegründet und zwar allein für das Börsenspiel, für Börsenhelden. Und in diesem wird auch fleißig diskutiert auf der Seite wallstreetonline.de. Da könnt ihr einfach draufgehen, geht auf Community und Forum, dann Unterordner Foren, Börse allgemein und dann Börsenheld, das große Börsenspiel der ING.
Schauen wir auch noch auf Twitter oder besser gesagt, folgt uns auf Twitter und tauscht euch mit dem Hashtag Börsenheld fleißig aus. Ja, das war's auch schon an dieser Stelle wieder von Börsenheld TV. Morgen gibt es dann wieder eine neue Ausgabe und außerdem haben wir auch Ronald Gerdt exklusiv im Interview. Ich freue mich sehr, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin und macht's gut. Tschüss.